Willkommen zurück bei Final Fantasy V. Wir gehen weiter in den tiefen Wald. Ich hoffe, dass ihr bald mal ein Speicherpunkt kommt. Da ist schon eine Truhe. Eine Hütte. Ja, erst recht. Erst recht ein Speicherpunkt, bitte. Okay, da versuchen wir es. Wenn wir im Vorteil sind, machen wir das. Komm. Fritz. Oh, bist du? Da oben gehalte ich Feuer, alles klar. Nein, aber nicht sie, nicht sie. Damn it. Das ist gefährlich. Jo, das war schade. Kann ich doch besiegen? Der ist so stark, oder? Gefühlt. Okay, der hat mir aber Schaden, das ist gut. Ja, schön. Gut, ist der auch down. Das ist ganz gute Erfahrung mit Gil, da kann man nicht wegkommen. 4 FP. Nicht verkehrt. Definitiv nicht verkehrt. Das ist eine Truhe, die will ich haben. Goliath-Tonikum. Sehr gut für unseren Mönch zum Trinken. Ein Speicherpunkt. Ja. Glückseligkeit erwartet uns. So, letztes Held lassen wir aufbrauchen. 3 haben wir noch. Jetzt nur 2. Jusch. Mal schön speichern. Und er fühlt sich gleich viel sicherer hier. Der wesentlich gewillter. Bio. Schaden, aber Parteien. Wesentlich gewillter, der Gegner zu töten. Wollte ich sagen. Nein, nicht Ifrit. Ja, gut, der hat eh noch keinen Schaden genommen, der da oben ist. Eigentlich egal, ob ich ihn heile oder nicht. Macht keinen großen Unterschied. Der Bio jetzt drauf. Da hat er schon weggedrückt. Ja, habe ich gerade Feuerverschreck gesprochen? Ja, gut, die haben. Alles okay. Dann treten bitte und du machst bitte deine Magie. Gar nicht, weil nicht notwendig. Schön. Schön, schön. Mehr Schätze nehme ich gerne mit. Da ist noch ein Elixier. Ein Wurm. Ach, shit. Krass, ein Wurm. Erstmal langsam machen, den Boy. Das sollte helfen. Bisher hat der Robots Schaden genommen, also halbe Robots. Ja. Hat er wohl für Schwächen? Ein Wurm. Kann auf den Wurm ankommen, ne? Ich nutze mal Eis. Nee, ich nutze einfach mal Bio. Ich muss mal Bio nutzen. Schön Komet drauf. Wir könnten Kaplebus versuchen, ne? Haben wir noch nie gesehen. Wahrscheinlich macht er dasselbe, wie er im Kampf gemacht hat. Er versucht, ihn zu versteinern. Wenn er das schafft, wäre das ein Insta-Kill gegen den Gegner. Wenn. Wahrscheinlich ist es eine random Chance. Aber ich will ihn mal wenigstens sehen. Das ist die Hauptsache. Jo, Insta-Kill. Okay, nicht schlecht. Aber mit einer random Chance wahrscheinlich. Und viele Gegner werden dagegen resistent sein. Davon geht man auch stark aus. Auch nicht von hinten. Nö, nö, nö. Du,
Nee, danke. Ich verzichte. Ein Morgenstern. Kann der von gerade aufgeführt werden? Ja, vielleicht von Priestern, oder? Das wäre nicht undenkbar. Wie nah ist er am nächsten Level ab? Okay, für das letzte Level braucht er noch richtig viele Punkte. Ich kann ja mal gucken, ob der Morgenstern vom Priester geführt werden kann, also vom Weißmagier. So, beschwören. Ja, tatsächlich. Die ist auch ziemlich stark, ehrlich gesagt. Verglichen mit dem Dreschling, der nur 16 hatte, hat das Ding 50. Wow. Aber willst du die Goldnadel aufbehalten? Ja, sollen wir erst Weißmagier weitermachen? Und einfach den Morgenstern ein bisschen nutzen? Finde ich irgendwie ganz sinnvoll, wenn du mich fragst. Ich denke schon. Der Rest war alles richtig, ne? Diamantenreif. Na, ich habe eigentlich lieber Elfenmantel bei ihm drin. Der Rest ist aber okay. Ja. Na klar, wird er nicht megamäßig Schaden damit machen, weil er steht ja nun mal nicht ganz vorne. Aber er wird vergleichsweise guten Damage damit machen, denke ich. Da können wir, glaube ich, von ausgehen. Testen wir einfach mal das Ding. So, wo geht's noch so lang? Hier auch? Ne, nur da. Oh. Irgendwas passiert hier. Was zum... Waldbrand. Ich schätze mal Exters Wert. Werk. Oh shit. Wir sind mittendrin im Wald. Oh nein. Exter steckt hinter dem Wald im Brand. Kann ich noch zurück und mich heilen nochmal? Nee. Shit. Okay. Ich muss jetzt einen Weg rausfinden irgendwie. Ich finde, glaube ich, gerade keinen Weg raus. Da ist eine Truhe. Die will ich haben. Ein Aegis-Schild. Moment. Ja gut, noch momentan ist er ja kein Schildträger, aber ein Schild. Aegis-Schild könnte gut sein für ihn. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Die Flammen blockieren mir den Weg. Die kleinen Funzelflammen hier. Ich komme hier nicht raus, oder? Okay, das ist ein Mucki. Da ist ein Mucki aufgetaucht. Oh. Ein Loch gegraben. Okay. Wir folgen einfach mal direkt. Verstecken wir uns hier, bis die Flammen sich beruhigen. Kupo. Jetzt wohl den Mobis unser Leben zu verdanken. Kann sich hier heilen? Ah, ich dachte irgendwie schon. Irgendwie dachte ich mir das schon, dass es heilendes Wasser ist. Aber ein Speicherpunkt wäre mir sogar noch lieber als heilendes Wasser. Ich bin mal ganz ehrlich. Ich muss sagen, dass ich jetzt gerade Bartscanning wieder ausrüsten würde als Blaumagier, mit dem das Egelschild zu gucken, ob er das tragen kann. Das interessiert mich gerade einfach. Blaumagus. Ja. Mit der Fähigkeit. Ja, dann müssen wir Zeitmagie mitnehmen. Müsste ja auch funktionieren, ne? Nehmen wir mal Zeitmagie mit. Ich verzichte erst auf das Plündern. Vielleicht gucke ich mal irgendwie einen spoilerfreien Guide, ob es noch irgendwie Gegner gibt, wo Stehlen echt relevant ist oder ob das ab jetzt einfach gar nicht mehr so wichtig ist. Das Aegis-Schild ist nicht besser als mein Diamantschild, aber es pariert manchmal Magieattacken. Das ist natürlich nicht schlecht. Oh, es hört nochmal die Magie an sich. Das ist also noch mehr wert. Ja, nimm es ruhig mit. Nimm es ruhig mit. Ja, behalte es mal so bitte.
Ja, behalten wir das mal so. Er kann da hinten stehen bleiben, dank Goblin Punch kann er ja auch von da hinten zuschlagen. Mit denselben Schaden. Wir machen es mal so. Okay, dann mal heilen, weil die HP haben sich wahrscheinlich verändert. So, und die MP auch. Oh, jetzt hat mich der Kupo wieder vorbeigelassen, ne? Kupo! Gehen wir so wieder hoch. Jo, der ganze Wald ist komplett niedergebrannt. Heftig, heftig. Aber Gegner gibt's hier immer noch. Kannst du bitte den Magier anbesiegen? Das wäre sehr nett. Ja, ich muss auch entdecken, dass ich Golden Puncher benutze und nicht normal angreifen. Das wäre schon klüger. Jetzt ist die erste Frage. Kann ich ernsthaft zurücklaufen zum Speicherpunkt? Nee, der Wald hat sich verändert. Das heißt also auch, die Schätze, die davor waren, kann ich jetzt nicht mehr kriegen. Muss man auch ganz klar sagen. Ich hoffe, ich habe die meisten aufgehoben. Ich frage mich, ob Goblin Heap auch immer trifft, so wie ein Spell. Das war schon mal ein Treffer. Ob es jetzt immer trifft, ist natürlich nicht klar, aber es war schon mal einer. Gut, der ist weg. Geht nur hier lang, glaube ich. Und da ist eine Truhe, die ich mir schon mal direkt ins Auge gefasst. Das ist kein schlechter Schaden. Dafür sie hinten steht. Asche. Ich hoffe, da war. Okay, ich komm jetzt dahin, also war da nicht immer Asche drin. Aber da war natürlich lore-technisch irgendwas anderes drin, was jetzt nur noch Asche ist. Wahrscheinlich kann man mit Asche auch was machen, wenn man Items kombiniert als Alchemist. Schätze ich zumindest mal. Verbrannte Überreste von etwas. Danke, ich verzichte. Wobei ehrlich gesagt, das ist ja ziemlich schwach. Was soll's. Ja, nicht mal 20 HP haben die Dinger. Okay. Interessant. Man trifft sie ja einfach nicht schlecht, ne? Aber bisher hat der Goblin Heap immer getroffen. Also vielleicht ist das noch ein Vorteil des Goblin Heaps, was halt immer trifft. Weil es als Spell gewertet wird, als Zauber. Ist nicht undenkbar. Was ist dieses Weiße da auf dem Boden? Was wie Eier oder so. Feuerzunge. Ist das eine Waffe? Das klingt wie eine Waffe. Aber keiner von meinen Leuten kann sie tragen. Könnte auch eine Peitsche. Ja, es gab auch Peitschen, ne? Für die. Tamer. Es könnte gut eine Peitsche sein. Mal gucken. Kettenpeitsche. Nee, ist ein Schwert. Zweihändig benutzt, aber klingbar bewegbar. Ja, aber nicht tragbar von meiner jetzigen Klasse. Also es gibt irgendwie Schwerter, genau wie dieses Blutschwert, die können nicht von dem Paladin getragen werden. Obwohl sie eigentlich das Schwertsymbol da unten auch hat. Sie hat das Symbol. Das ist dasselbe Symbol, was hier beim Ritter als Drittes kommt, hat sie auch als Viertes da stehen. Aber aus irgendeinem Grund kann sie diese Waffen nicht tragen. Also gibt es anscheinend Waffen, die ausschließlich. Ja, die ausschließlich von einem Ritter geführt werden können. Das ist aber sehr interessant zu wissen. Falls man doch mal einen Freelancer machen will. Ein Freelancer kann es wahrscheinlich auch. Ich will das nicht machen, aber ich gehe mal davon aus, der Ritter könnte das Ding tragen. Aber gut, ich meine, wir können unsere Waffe eben mit Magie belegen, mit Feuermagie, also
ist es wahrscheinlich eher was für Ritter, die das nicht können. Ich schätze aber, das Blutschwert ist wahrscheinlich dafür da, um Lifesteal zu haben auf deiner Waffe. Also könnte halt ein Ritter auch so gewisse Effekte haben, aber er wird dann lange nicht so... Ja, ja, ist das lustig geworden, so alles entfallen ist? Ah, schrecklich. Ich hasse es, einem Wörter entfallen. Ich komme gerade nicht drauf. Ein völlig falsches Wort dafür wäre jetzt vielseitig, also... Ne? Also, sie kann ja halt immer... ihre Spells wechseln auf ihre Waffe, für jeden Kampf anpassen. Ein Ritter könnte halt eine Waffe tragen, die nur eine Sache kann. Aber dafür auch immer kann und nicht vorbereitet werden muss. Was ist das? Der Wächterbaum. Er wacht also über das Siegel. Seht doch, der Zweig. Alles klar. Kriegen wir nochmal einen Speicherpunkt? Ich hab ein bisschen Angst. Nochmal der gute Wackelfüßer. Ja, Goblin Hieb rennt jeden Tag. Er trifft wahrscheinlich durch immer. Boah, er gibt dir keinen Speicherpunkt mehr. Das ist irgendwie so. Ne, das sieht irgendwie nach Bossraum aus. Wie sieht's mit meinem Mana aus? Die Mana ist gar nicht so schlecht. Ich will aber da gerne noch ein bisschen heilen. Bevor ich jetzt weiterlaufe. Weil ich vermute halt hier den Boss. Hier mit High Potions. So. Und dann schauen wir mal. Was ist das alles? Wahrscheinlich all das, was von dem Siegel eingeschlossen war. Sie kommen! Macht euch bereit! Ja, ich wusste es, ein Bossfight. Ich wusste es. Gut, 4 Kristalle. Das war schon mal nicht viel Schaden. Das auch nicht. Das heißt recht nicht. Okay. Bisher geht's. Aber das macht mir irgendwie Angst. Ich weiß nicht, wie sie schwach sein könnten. Dann red mal anstatt mit Eis bitte. Und du mach mal bitte direkt. Trink mal ein Kraftgebräu, um stärker zu werden. Und du nutzt mal gleich sofort einen starken Angriff wie Titan. Titan, haust du rein? Okay, 3 haben Schaden genommen, einer wurde geheilt. Das heißt, der eine ist gegen Erde schwach, Erde stark. Warum, wenn nur einer gegen Erde stark ist? Kann das vielleicht sein, dass die alle verschiedene Stärken und Schwächen haben? So wie 4 Elemente oder sowas? Hörst du, der untere hat schon mal keinen Stärk gegen Eis, greift ihn schon mit dem Eisschwert an. Wenn ich jetzt hier die Aussehen einen heile, den ich gar nicht heilen will. Nee, macht keinen Schaden. Fuck. Okay. Wir machen das so. Also ich greife jetzt mal alle an und gucke, ob einer von den Schaden durch Eis nimmt. Nee. Was mache ich aber folgendes? Ich mache erstmal Titan, bis 3 von den Kristallen tot sind. Weil 3 nehmen ja Schaden. Und dann mache ich jetzt den letzten Kristall. Die scheinen irgendwie gegen... ziemlich viel immun zu sein, oder? Weil 2 davon Eis-Immun sind. Vielleicht sind die gegen alle Elemente immun? Kann ja auch nicht, oder? Oh, das ist viel Schaden, wenn das Crit mit dem Krafttrank. Krass. Das haut rein. Mach mal bitte irgendwas, was kein Element ist auf dein Schwert. Saugen. Komm.
Hier, ich glaube, diesen Kampf wäre man als Schwarzmagier ein bisschen aufgeschmissen. Oh, Alter. Alter. Alter, what the f... Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich das retten kann jetzt. Plötzlich machen die so einen Mega-Spell und hauen mich komplett kaputt, ey. Oh. Was jetzt schon? Saugen? Ja, Saugen funktioniert wenigstens gut. Oh, shit. Nein, nicht schon wieder Feuer. Bitte nicht wieder sterben, Galuf. Gut, er hat's überlebt. Heißt, nicht nass an der Tod, oder? Ja. What the fuck, ey. Jetzt bete ich. Ich bete jetzt zu den Göttern, dass diese Steam-Version, genau wie die Steam-Version von Final Fantasy 4, automatisch speichert. Bitte, automatisch speichert. Bevor man gewisse Orte betritt. Bitte, 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 bitte. Ja, oh. Ich hätte keine Lust gehabt, das zu wiederholen. Warum das ist Speicherpunkt, ganz ehrlich. Okay, der Kampf ist verdammt schwer. Und zwar einfach nur deswegen, weil die extrem starke Magie beherrschen und ich extrem Schaden durch die Magie nehme. Wir bleiben bei der Taktik. Wir geben ihr Saugen, weil das funktioniert wenigstens. Und damit heilt sie schon mal selbst voll. Der Blaumagier nutzt Zeitmagie, wohlgemerkt, um sie schneller zu machen. Also generell alle schneller zu machen mit Hast. Weil wir müssen schnell Schaden rauspumpen. Weil wenn vier von denen leben und sich auch nur zwei von denen entscheiden, hintereinander Spellcasting zu machen, bin ich tot. Galuf, wenn er nicht heilen muss, macht natürlich den Titan. Weil wie gesagt, wenn der eine erstmal überlebt, ist ja egal. Und die anderen beiden machen halt jetzt halt Damage. Am besten vielleicht sogar mit dem Mönchen, nachdem sie sich gebufft hat, lieber einen Gegner angreifen, anstatt zu treten. Damit wir erstmal einen tot bekommen. Weil das ist echt problematisch, wenn mehrere davon Magie benutzen. Einer davon ist schon heftig genug, aber wenn zwei das hintereinander machen, habe ich keine Chance. Was ist das alles? Ja, haben wir schon mal gelesen, ne? Wir lassen das einmal jetzt durchlaufen. Ah, fuck, ey. Erst war die so schwach und dann machen sie plötzlich nur Mega-Spells. Also einer von denen hat Feuer benutzt, einer von denen Wasser. Also die scheinen so verschiedene Elemente zu sein. Der eine wird durch Erde geheilt. Keiner nahm irgendwie Schaden durch Eis, komischerweise. Ja, schöner Konter mit Crit. Ah, sehr schön. Das sehe ich gerne. Okay, direkt saugen. Saugen ist Bestie. So, ich kriege erstmal den Kraftgemäul. Wir haben ja immer noch keine Möglichkeit, uns gegen... Doch, Schutz. Schutz ist hier der Name für... Ich kenne das dann unter Shell normalerweise, diesen Spell. Dann nutzen wir auf jeden Fall Shell. Mit Galuf erstmal auf alle, damit wir ein bisschen geschützt gegen Magie sind. Das wäre echt viel wert. Erstmal Galuf Speed up, weil Galuf muss alle Waffen. Au. So, schütze ich jetzt mal selber. Bleib an. Und du kommst jetzt auch an. Immer denselben, bitte. Erstmal einen Down kriegen. So, Hast auf Lena für extra Damage. So, jetzt machen wir nochmal einen Schutzzauber. Diesmal auf Lena. Wir haben schon zwei haben wir auf Hast und drei auf Schutz. Da kommt schon der erste nasse Hauch. Der macht schon mal viel weniger Schaden bei denen, die Schutz drauf haben. Okay. Ich muss nur dringend jetzt ein bisschen heilen. Trotz allem. So, geben wir Fares noch fast und dann schaffen wir das locker, komm. Wir müssen nur noch, ich glaube Fares, ja. Fares braucht noch einen Shell-Zauber. Ich nenne das jetzt Shell, ich kenne das als Shell. Schutzzauber, ne? Der Schutz gegen Magie. Ja, das dürfte jetzt wieder nur Fares wirklich Schaden zu finden. Ja, die anderen halten es ganz gut aus. So. Schutz auf Fares. Einer ist tot, okay. Ja, wir machen die einfach einzeln, das ist viel einfacher. Wir machen die jetzt schön einzeln mit fokussierten starken Schlägen. Jetzt sind wir eh geschützt gegen Magie. Das ist super. Wir hätten erst den Rücken töten sollen. Das wäre jetzt die einzige kleine Fehler, die ich gemacht hätte.
Ich hätte erst den unten töten sollen, von dem ich weiß, dass er von Titan keinen Schaden hat, sondern geheilt wird. Dann hätte ich mich alle arme Titan angreifen können. Das war natürlich optimal von mir. Er macht es eh doch Hass auf sich selber. So. Jetzt alle auf unten auf jeden Fall. Du heilst mal bitte. Erstmal keine Beschwörung, weil ich will jetzt auch nicht mehr extra heilen, das wird das nicht. Wir warten jetzt schön ab. Bis wir den unten tot haben. Dann kann er anfangen mit Titan zu spammen. Und auch Schaden machen. Erdstoß. Erdbeben. Wie viel Schaden? Okay, geht. Dankeschön, geht's. Okay. Hart gebufft, kein Problem. So, jetzt kannst du mal einen Titan raushauen. Ja, das haben wir im Griff. Ich bin mir jetzt wichtig, das haben wir im Griff. Da muss ich so ein bisschen wissen, worum es hier geht. Und hier war definitiv Shell. Oder Schutz, wie es hier heißt. Echt wichtig. Okay, jetzt muss ich das ein bisschen heilen. Nicht übertreiben hier. Goblin Punch wäre klüger gewesen, egal. Schön geblockt. Sehr schön. Aeroga. Aber der Shell schützt uns. Also ganz ehrlich, ohne Schutz hast du hier keine Chance, oder? Also ich glaube, diesen Kampf ohne Schutz zu machen, ist vielleicht unmöglich. Ich bin froh, dass ich einen Weißmann hier habe. Bestimmt gibt es auch eine andere Möglichkeit irgendwie, aber so viel Schaden kann man eigentlich gar nicht machen in der kurzen Zeit, oder? Vielleicht wären die irgendwie gegen Insta-Kill auch irgendwie anfällig gewesen oder so. Damit der Schwarzmann ja irgendwas machen kann mit einem Todzauber oder so. Keine Ahnung. Oh, wir haben Nasse Hauch gelernt. Die war lernbar, die Attacke. Cool. Da hat es noch eine neue Attacke mit Blaumagie übernommen. Aeroga haben wir. Na klar! Aeroga haben wir jetzt auch gelernt. Das heißt, der Blaumagier hat wieder richtig gute Spells. Schön. Der stärkste Windspell von der Seite. Cool. Sehr cool. Beeindruckend. Aber durchaus zu erwarten von den Trägern der Kräfte der Kristalle. Ihr habt also die Siegel zerstört. Gut, ich sollte euch wohl dafür danken. Ihr macht es mir damit um so vieles leichter. Hexdev, diese Ironie, die Siegel zerschlagen von den vier Kriegern, Auserwählte sie zu beschützen. Was? Was waren Kristalle? Die Kristalle, die meine Freiheit so lange beschnitten haben. Jetzt gehören ihre Kräfte mir. Verneigt euch vor meinen Kristallen und meiner Macht. Mein Herz rast wie verrückt. Opa muss irgendwas zugestoßen sein. Kupo! Was? Sie sind im Wald von Moor? Komm, lass uns gehen.
Schluss jetzt! Sterbt einen schmerzhaften und qualvollen Tod! Irgendein Licht hat ihn gerade attackiert. Ach, was für ein Krile? Sie war schnell hier gewesen. Opa! Ah, Bartz, Lena, Faris! Kannst du bitte erstmal Extraff checken, wenn der Tier wieder aufsteigt und du hier aufsteht und du genauso gefangen bist? Krile! Extraff, ja, Garlof, du hast recht. Keine Sorge, für eine Weile sollte er rückgestellt sein. Ja, ich habe dir das sicher. Ah! Das war eine kurze Weile, Madame. Unverschämtes kleines Ding. Hey, wer... Was bist du? Stier. Willst du immer noch nicht aufgeben, Garlof? Wenn du gegen diese Grasfelder angehst, werden eure wertvollen Kristalle zerspringen. Krile! Death. Oh Gott. Garlof, was soll das? Das ist Suizid im besten Fall. Oh jo! Das war Suizid. Ah, du bist nicht down, okay, du kämpfst immer weiter. Garlof kämpft auch über den Tod hinaus noch. Die Mucke. Nice. Das wird eh nicht funktionieren, aber ich versuch's wenigstens mal. Nee. Alter Schwede, ist der stark. Aber Garlof ist einfach in Rage, oder? Er kippt nicht um. Aber trotzdem hat keine Chance.
Exif ist unfassbar mächtig. Ich pack einfach alles aus, was man irgendwie hat. Ich versuche alles. Oh. Spüre meine Macht. Ich schicke dich direkt in die Hölle. Flair, Alter. Oh. That's it. Sanctus. Jeweils stärksten Zauber der schwarzen und weißen Magie. Oh. Meteor, Alter! Jetzt haut er alles raus. Galuf! Warum stirbst du nicht? Da brauchst du schon ein bisschen mehr, damit ich ins Gras beiße. Ich bereite hier ein Ende, Exzess. Und wenn das letzte ist, was ich tue, muss ich das schnell lesen gerade, weil das jetzt sehr schnell kam. Die Golemhand hat mich vor einem Schaden geschützt, sehr schön. Aller Zorn und Hass der Welt wäre nicht genug, um mich zu besiegen. Ich hege weder Hass noch Zorn. Es ist... Was dann? Alter, Clash of the Titans, ey. Er ist geflohen. Galuf hat ihn zurückgeschlagen. Aber zu welchem Preis? Sein Kristall ist geschattert dabei. Abgesehen davon, dass er weit über das, was er hätte aushalten dürfen, am Leben geblieben ist. Opa! Galuf! Opa! Galuf! Galuf! Halten Sie durch! Wir... Es hat keinen Zweck. Es ist zu spät für mich. Galuf, jetzt sagen Sie sowas nicht. Galuf. Jetzt stehen Sie schon auf, alter Mann. Das ist wirklich nicht lustig. Wach auf, bitte. Bart, Lena, Pharos, meine liebe Krille. Ex-Death. Macht ihm den Chaos. Opa, nein, du kannst nicht sterben. Du darfst es nicht. Galuf, wieder! Bitte, Engel! Mach die Augen auf, Phönixwitter, Elixier, irgendwas. Galus Lebensflamme ist erloschen. Opa! Nein, nein, du darfst mich nicht überlassen. Du darfst nicht tot sein. Galuf ist tot. Ja, wir können Krille hier schlecht liegen lassen, oder? Aber ich habe gerade keine Möglichkeit, sie mitzunehmen.
Aus kann ich ja auch nicht. Opa ruft mich. Grele. Opa? Der Wächterbaum, der die Kristalle seit 1000 Jahren beschützt, leiht mir seine Kräfte, um durch ihn zu euch zu sprechen. Ich habe jedoch kaum Zeit. Ich möchte euch meine Stärke vermachen. Komm schon, Grele, weine nicht. Bleib bei Barz und den anderen. Sei stark und kämpfe. Nein, du musst das tun. Komm zurück, lass mich nicht allein. Du weißt, dass das nicht geht. Aber du bist nicht allein, Grille. Dessen musst du dir bewusst sein. Grille hat Galos Fähigkeiten erhalten. Opa, diese Wärme, die mich durchströmt, ich fühle, dass du bei mir bist. Ich bin immer bei dir. In deinem Herzen. Opa, ich verstehe. Ex-Tefist? Grele. Barz, Lena Fares, ich werde mit euch kämpfen. Grele. Opa hat mir gesagt, dass Ex-Tef gerade dabei ist, die Kristalle zu zerstören. Wir müssen sofort zu seinem Schloss. Der Winddrache. Noch nicht tot. Ich habe gerade die Errungenschaft bekommen, noch nicht tot. Und die ist unfassbar unpassend, finde ich. Denn er ist tot. Na egal. Hätte man, glaube ich, andere Worte für wählen können. Naja, das war's mit Gallo, wie mir scheint. Und wie es aussieht, übernimmt Grele jetzt. Und wenn ich es richtig verstehe, übernimmt sie die Fähigkeit. Ich vermute mal also, dass sie die Job-Level übernimmt. Ist das richtig? Das heißt, wenn ich jetzt sie zum Weißmagier mache, mit ihren Öhrchen, die sie da hat, dann hat sie den Weißmagier Stufe 6 und kann auch die Beschwörung Stufe 5 mitnehmen. Okay. Heißt also tatsächlich, sie ist 1 zu 1 von den Werten wahrscheinlich, zumindest von den Jobwerten, so wie vorher ihr Großvater war. Sie nimmt also in vieler Hinsicht sein Erbe. Harter Tobak. Auf diesem Wege verabschieden wir uns von Gallo, wie es aussieht. Er hat auf jeden Fall einen ziemlichen epischen Last Stand mit Ex-Tef und so wie es aussah, hätte er sogar gegen Ex-Tef gewinnen können oder hat ihn zumindest so weit geschwächt, dass Ex-Tef sich zurückziehen musste. Aber am Ende war das einfach zu viel. Aber dank ihm leben wir weiter. Grele übernimmt und nächstes Mal werden wir auf seine Burg zu marschieren. Ich danke vielmals fürs Zusehen und freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es weitergeht mit Final Fantasy V.